Wunderschönen Mittwochmorgen, liebe Leute. Es ist noch früh, es ist das 8 Uhr Morgenrennen, mache ich sehr, sehr selten. Aber da ich heute Zeit und Lust habe, würde ich sagen, versuchen wir es einfach. Meine Saison hat nicht sehr glorreich begonnen gestern. Ja, heute Frühschicht. Guten Morgen, heute Frühschicht. Ich wollte gerade sagen, da es gestern so gut lief, will ich heute genauso weitermachen. Also, ja. Ich muss mich jetzt ganz schnell registrieren, weil, ja, die Zeit. Ja, gut, sind noch 5 Minuten. Meine Uhr geht irgendwie vor da im Büro. Naja. Ja, Frühschicht, ja. Sehr ungewohnt für mich. Schreibt, du bist gestern Abend auch nochmal gefahren, wie lief es? Ja, ich hatte dir ins Team geschrieben, 18 Uhr habe ich gedacht, komm, hab Zeit. Frau hat gesagt, gibt sowieso später Essen. Dann habe ich gedacht, ja gut, dann macht das 18 Uhr Rennen, nehme ich mit. Zweite Runde von Stefan Harding abgeräumt. Zweite Runde, dementsprechend wurde ich letzter in einem großen Grid. Starkes Grid. Ja, genau. Schreibt ArcGG. Also wenn man es jetzt iRating bezogen anschaut, war das Rennen 18 Uhr 105 minus oder sowas. Also echt great job. Aber wie gesagt, ich schaue ja nicht drauf. Aber es hängt dann einem trotzdem. Man will ein Rennen fahren und zweite Runde ist das Ganze schon in über, oder? Also das Quali war wieder sehr gut, war wieder auf P2. Aber eben, ich verstehe nicht. Die Leute sind einfach so ungeduldig. Naja, egal. Wie gesagt, iRating ist die Kirsche, entweder sie ist auf dem Kuchen oder nicht. Gestern war es nicht mein Tag, 130 oder 135 minus in drei Rennen, passt schon. Darum melden wir uns jetzt einfach mal an und mal. Ah, ich werde es ja dann sehen in der Session. Ich würde sagen, registrieren wir. Und dann schauen wir dann weiter. Also weißt du, ich sage ja immer wieder, man sollte nicht iRacing schauen. Trotzdem schaut es man ja an, aber wie gesagt, das Rennen oder die Strecke um das Auto macht echt Spaß. Es ist halt dann einfach dieser kurze Moment, wenn du die 100 auf die Fresse bekommst, die machen weh. Aber wie gesagt, 5 Minuten nach dem Rennen war es schon wieder vergessen, erledigt. Jetzt könnte es da gerade einen Split geben, weil ich habe glaube ich 24 Leute gesehen. Schreibt, habe gerade deine Steam-Nachrichten gelesen und das ist blöd. Ja, es ist einfach, ich sage ja, in diesem Moment tägest du dich grün und blau. Nachher, ob ich jetzt 3000 oder 2000 habe, ist mir eigentlich wortwörtlich scheißegal, weil ich messe mich mit niemandem. Ich möchte einfach Spaß haben am Fahren und ja, das ist das, was viele leider vergessen. Die haben alle Messer zwischen die Zähne. Und ja, vielleicht bin ich zu alt für so Zeugs, ich verstehe es dann nicht, weißt du. Warum man... Der Caucho schreibt, hat der Harding denn irgendwie reagiert? Negativ, das ist doch dem egal. Nee, gar nichts. Ich habe auch den Chat im Spiel deaktiviert gehabt, weil das war mir zu blöd. Naja, egal. Der Caucho schreibt, stimmt schon, bringt eh nichts. Nee, das bringt wirklich nichts. Der Kevin, der hat glaube ich gestern, ich habe ihm jetzt geschrieben, der hat glaube ich gestern schon 8 Rennen gemacht. Also von 10 Uhr bis fast Mitternacht durch. Schreibt,
Der Kevin fährt auch 12 Rennen pro Tag, was? Ja, keine Ahnung, was er sonst im Leben macht oder ja, ist ja sein Ding, aber keine Ahnung. Er schreibt ja von 8 Uhr bis 18 Uhr. Ah ja, ist ja sein Recht. Der Kaucho schreibt: Ich bin froh, dass ich während meines Studiums nicht die Möglichkeit hatte, Irazing zu fahren. Ich glaube, ich hätte mein Studium bis heute nicht abgeschlossen. Ja, ich denke, für junge Leute ist das, gebe ich dir recht, kann gefährlich sein, wenn sie da ihr Zeitmanagement nicht im Griff haben. Der Kevin ist jung, ich weiß nicht, ob der eine Lehre gemacht hat oder studiert hat, keine Ahnung. Aber anscheinend hat er die Zeit, das so einzuplanen. Oder er verdient dann sein Geld mit Streamen, ich habe keine Ahnung, aber es geht mir ja auch nichts an. Ich meine, ich bin jetzt ja auch 8 Uhr morgens in ein Rennen, mache ich sonst auch nie. Aber meine Situation ist eine ganz andere. Naja, jetzt schauen wir mal. Ich möchte jetzt einfach durchkommen. Ehrlich, das 18 Uhr Rennen hat mich genervt, weil Runde 2 alles vorbei, weißt du. Du willst ja fahren und nicht in Runde 2 in der Box mit der Spiegelei-Flacke stehen. Ja, hat Split es waren zu viele Anmeldungen, hat 2 Grids gegeben. Na gut. Also außer Kevin kenne ich da keinen. Nee. Schauen wir mal. Der Kaucho schreibt: Oh, 410 Follower, nicht schlecht. Ah ja, ja. Trotzdem irgendwie relativ wenig Zuschauer, aber ist auch egal. Wie gesagt, ich streame ja nicht für mein Business. Also das ist bei mir nur mein Momentum mit euch teilen, denen es gefällt und gut ist. Das ist jetzt mal ungewohnt für mich. Es sind vor allem Amerikaner da, hä? Der Kaucho schreibt: Ja, da sollten ein paar gute Fahrer dabei sein. Ja, der Michael Stanley 3.5, Jeff Hisong 2.9, Musselmann 2.9, 2.8, 2.7, 2.6, also ja, Feldstrecke 2.5, tönt gut. Wie gesagt, Devise ist durchkommen. Geht's schon ins Quali. Na dann. Der Kaucho schreibt: Diese Saison ist Indy Röd auch dabei. Ja, ja. Gut, das mache ich nicht. Ich glaube, ich habe es dir mal gesagt, ich mische nicht Ovalrennen in Road-Punkte. Aber ja, ist ja eine offizielle Serie, von dem her passt das schon. Aber ich habe das für mich eigentlich immer getrennt. Also Road-Punkte sind wirklich Road-Rennen.
nicht oval. Aber eben, wie gesagt, ist alles okay. So. Der Caucho schreibt, und bei den Weltrennen Klasse B sind einige Ovalrennen am Start, da werde ich auf jeden Fall mitmischen, die sind schön lang UN mit Open Setup, das macht so Laune. Ja, das würde ich machen, ja. Ich habe nicht mal getestet, ob alles funktioniert hat. Das jetzt kältere Start kann es nicht geben. Ja, so Quali ist definitiv nicht das Problem auf der Strecke bei mir. Der Caucho schreibt. Ja, komischerweise auf dieser Strecke wirklich sehr gut im Quali. Jetzt, ich hoffe einfach im Rennen durchzukommen. Denn Kevin, der soll dann nur ziehen, wenn er will. Der schnelle Kevin. So. Also Feldstrecke ist ja nicht schlecht, ha? Das ist mal gut. Jetzt heißt es einfach durchkommen. Der Caucho schreibt, für die Meisterschaft lässt sich einiges einsammeln an Punkten. Ja, ja. Aber wie gesagt, ich versuche wirklich nicht zu viel auf diese Punkte im Allgemeinen zu schauen. Da wird man nur crazy.
Ja, Top 5, da wäre ich schon zufrieden, Jochen, sage ich dir ganz ehrlich. Der Kaucho schreibt: Sorry, wenn ich zwischendurch mal nicht reagiere, bin immer mal am Telefonieren. Ist doch kein Problem, absolut kein Ding. Es ist jetzt wirklich mal was Neues mit Amerikanern ein Indycar-Rennen zu machen für mich. Normalerweise mache ich das ja eher am späteren Nachmittag. Bin echt gespannt. Copy. Der Kaucho schreibt: In Indy laufen die besten Rennen halt nachts, da sind die ganzen starken Amis am Start. Der Ja, Kaucho ich habe gestern schreibt: gesehen Viel Spaß und Erfolg. beim Kevin Club das 10 Uhr Rennen am Abend. Da hat er einen Feldstärke gehabt von über 4 SOFA. Das ist natürlich cool, hä? Wenn du da dann vorne landest, das Schreibt. ja, das zahlt dann. Aber eben um die Zeit wirst du mich sehr selten noch am Rechner finden. Naja. Der Kaucho schreibt: Da holst man bei gutem Ergebnis über 200 Punkte. Das habe ich Der noch nie Kaucho gehabt. Ja. schreibt: Für die Championship Points, ja. Meisterschaft. Ich glaube, mein höchstes war da mal 145 oder sowas. Speaking of that, I got an extra item for Ich that. werde jetzt die mal muten, weil das ist bei den Amis speziell, die können da über Politik quatschen während dem Rennen. Right back in your seat there, bud. Give those belts a good tug. Get a good look at your steering wheel there. Make sure that thing's buttoned up right. Oh man, pace car's off. Drive smart there. Green flag, green flag. Geht nur, Jungs. Ich hab's nicht so passant. 39.166. Der Strobel schreibt: Wer macht denn hier schon in der Früh so im Krach auf Twitch? Ja, sorry. Habe ich mir auch gedacht. Ich habe gedacht, ich versuche es mal morgens mit den Amerikanern. Gestern hat es mich ja richtig gefiddelt hier. 33.70. Schreibt: Oh, hier klingt ja nicht sonderlich toll. Ich wünsche dir einen angenehmen Mittwoch. Danke, dir auch.
Ah, ich habe einen Stiffen Sound wieder. 33.562. Uff! Inside. Still there. Still inside. Still there. Side. Clear. 33.687. Ich bin noch gar nicht richtig wach für so ein Rennen. Ich bin echt krank. Der Caucho schreibt, mit 360 km/h im Halbschlaf im Oval nicht schlecht. Ja. Ist so. Ich bin erst beim zweiten Kaffee. 33.574. Der Caucho schreibt, jetzt hast du eine gute Position. Working the top. Still outside. Clear. Jo. So passt mir das auch ganz gut. 33.927. Dass man diesen Ride-Checker nicht auf Knöpfe belegen kann, das nervt mich richtig. 33.544. Ah ja, aber der Kevin ist schon verdammt stark hier. Also allgemein. Ja, Amerikaner, gell? Das ist doch keine Dive-Bomben, weißt du, die wissen, wie es geht, sage ich jetzt mal. Ist einfach so. 33.797. Vierter Gang, hä? Der Kevin fährt dem Feld echt davon, der echt stark, muss sagen.
Respekt. Der fährt in die eigene Liga. Gut, bei 12 Rennen am Tag. Wir machen da Double Lane, oder? Der Caruccio schreibt, vielleicht schiebt er zwischen den Indy-Rennen ja noch ein paar kurze Wortrennen ein. Der fährt nur Indy. Der hat mal NASCAR versucht, aber ging glaube ich auch nicht so gut. Ja. Der da hinten kommt jetzt aufs Mal, gell, aber ich steck da auch im Moment fest. Der Caruccio schreibt, diese Positionskämpfe kosten aber auch Zeit. Scheiße, jetzt echt. Hast du gesehen? Musste mal lupfen. Schon Platz verloren. Eine Disconnect, respektive in die Box und dann abgestellt, wahrscheinlich Mauer geküsst. Thirty-four point one nine five.
Aber irgendwie bin ich nicht schnell im Rennen. Da fehlt irgendwas. Quali gut, Rennen nicht gut. Der Caruccio schreibt, nur sammeln und ruhig weiterfahren. Jo, versuche ich. Jetzt habe ich wieder Dirt hier, das ist wieder so mies. Sechs Runden könnte man über Undercut versuchen, oder? Ne? Jetzt habe ich nichts ab. 34.094. Nice. Smooth. Now can you take care of yourself? Der Caruccio schreibt, wie wir halten noch. Geht so. Clear. Still there. Aber ich denke, ihre Reifen sind mehr hinüber. Irgendwie komme ich jetzt wieder besser. Der Caruccio schreibt, Kevin hat hier 7 Sekunden Vorsprung. Ja, der ist eigene Liga. Da schaue ich gar nicht drauf. Der ist im Moment eine eigene Welt. Aber gell, bei 10 Rennen am Tag. Ah, da geht schon der Rest rein in den... 34.1. Ich sollte abheilen. Schreibt, aber du bist ja jetzt auch wieder Runde unterwegs. Welche Runde haben wir, du? Mit der Rennen, ne? Ja. Der Caruccio schreibt Runde 31. Meine Angst ist, ich gehe rein, kommt gelb. Ich habe ja meistens dieses Glück. Siehst du? Zum Glück bin ich nicht rein vorher. Ich habe mit dem Gedanke gespielt. Der Caruccio schreibt, wow, Glück gehabt. Ja, war schon am Einstellen für den Boxenstopp. Wirklich jetzt Glück gehabt.
Aber meistens habe ich ja dieses Glück, gell? Ich gehe rein, kommt gelb, bin ganz hinten. Naja, jetzt haben wir mal Glück. And then I got a unsafe pit exit because I was so mad at whom we're spinning. Open. Bald ein bisschen Luft gelassen. Diesen Kontakt letztes Mal, der war auch so komisch. Schlechter Stopp, aber das macht er im Rennen gut. Mit links. Alright, buddy. Line up behind the gate. Gonna have to come around the two. Come around the four. Das ist wohl ein Überrundeter, ha? Der geht jetzt in die Box. Ja, diesen Knopf für den Y-Checker, den wünsche ich mir noch in den Optionen. Da nehme ich noch einen schönen Drehschalter frei. Der Vincent Blumenthal, Blutenthal, der war auch schon mal viel höher. Den kenne ich. Der hatte locker mal schon 3,5. Naja. Man sieht ja, wie schnell man verlieren kann. Looks like you'll be lining up behind the gate. I had the F3 crew send me out of the pits today during a race with a wheel that wasn't attached to the car correctly and it came off. During a race. So I really don't trust the crews anymore. Top-notch performance. Der Caucho schreibt, und zack ist der Riesenvorsprung vom Kevin weg. Ja, der hat irgendwie ganz einen schlechten Boxenstopp gehabt. Zwei Plätze verloren in der Box. Keine Ahnung. Hey, Scott, off, be ready. Oh, mein Restart war schlecht. 1:37.217. Schon greift der Junge an, schafft. Wahnsinn. Der Caucho schreibt, das zeugt von Selbstvertrauen. Ja, das
sind die jungen Kerle, die sind anders drauf. 34.5. Ja, das war wiederum gefährlich. Der Caucho schreibt, oh, oh, jetzt wird es hell. Ja. At least you know where it is this time. Ah, hit it again. Weird. Working the bottom. Just step apart. 33.554. Still inside. Fuck you, dad. Der zappelt so komisch da vorne. Working the bottom. Clear, clear. Der Caucho schreibt, lieber etwas zurückhalten. Ja, ja. Hast gesehen, hab ich gemacht. Der, schau mal, der orange, orange-gelbe. Come on. Der hätte mich ausgebremst, hast du das gesehen? Der Caucho schreibt, er nutzt die gesamte Breite der Strecke. Ja, aber das war gefährlich. Das war gefährlich, seine Aktion. Gefährlich und schwachsinnig, meine Meinung. Staune, wie der Kevin ständig unten bleiben kann. Er hat ein unglaubliches Reifenmanagement, für das er so ständig unten fährt. Unglaublich. Kein Plan, wie der das macht. Der Caucho schreibt, ohne Dirty Air geht das aber auch nicht lange. Ja. Bleib links, Kevin, bleib links. Stay with him, baby. Still there. Still outside. Outside quarter. Wahnsinn, wie der abgeht. 33.583. Clear. Really nice job, man. Catch your breath here a second. Outside. Still out there. Still out there. Ah, jetzt hat er einen Schwung von hinten wieder. Coming around this one. Oof. You're gonna have
have to come around in one. Wow, anstrengend. Ja, anstrengend, echt anstrengend. Ja, aber ich sag dir, wenn du ganz vorne bist auf der Strecke, bist du besser dran, weil du hast dieses Dirty-Air-Effekt nicht. Der Caucho schreibt jetzt die Frage, Box oder nicht? Denke nicht. Mal so als ob. Der Caucho schreibt, den organogenen Wackler hat es erwischt. Ja, erstaunt mich nicht. Der Caucho schreibt, organogenen. Ja. Der Caucho Orangenen. Schreibt, Orangenen Mann um Mann. Hä? Ich hab's schon verstanden. Kein Stopp. Okay, hinten gehen einige rein. Aber ich habe 2-3 Auto Rückendeckung. Sollte gehen. Oh, let's go. Yeah, I feel like I oofed myself. Der Caucho schreibt, das wird P2 für dich, ich fühle es. Ich sag nie mehr im Voraus, was ich fühle, weil das ist meistens genau andersrum. Gestern hat sie ein Rennen gegeben, ich glaube, hast du gesehen gehabt, oder? 2 Rennen vor Schluss. Auf was war ich? P6? P7? 2 Runden vor Schluss abgeschossen. Zack! Und bis auf P15 zurückgerutscht. Nick, I like where we're sitting right now. Tires are king here. For 7 laps of green, that's a pretty big difference. Der Caucho schreibt, ja in der 58. Runde und das war noch mehr nach vorne drin. Ja, ja richtig, ich war ja richtig am Auf. Oh, jetzt gehen 2 hinter mir rein, ich glaub's nicht. Oh mein Gott. Das ist jetzt Scheiß-Szenario. Jetzt habe ich die hinter mir mit frischen Reifen. Das nicht so gut ist. Naja, egal. Jetzt fühle ich es ganz anders, Jochen. Jetzt habe ich alle hinter mir mit frischen Reifen. Der schreibt, ja, das wird interessant, die NA 1 und 2. Ja, aber die, mein Rücken werden auch interessant. Die haben alle frische Gummis. Entweder ich schaff's den Blutental zu überrollen, damit er die ein bisschen kämpfen muss, oder ich werde echt unter Druck geraten. Naja. Der Caucho schreibt, yep. Jetzt beim Restart aufpassen. Those belts are tugged. Get your tires cleaned off real well. Alright, boss man, time to go to work. Green flag. Oh. 1:37.22.
Der Caucho schreibt besser als Bobby. Jo. Outside. Still out there, man. Still outside. Bleib links. Still out there. 34.963. Still out there. Still outside. Awesome. Outside. Still there, outside. Still outside. Still outside on your quarter. Clear. 33.526. Outside. Still outside. Clear up top. Outside. Still out there. Clear, clear. Ah, ja. 33. Ging nicht anders. 4, 7, get forward. We got about 10 laps. Merkst schon, die frischen Reifen. Die sind in den Kurven, schau. Outside. Still outside. Still outside. Die sind ja Freunde, hey. 33.461. Good job, my man. Keep it up. Eieieiei, das war schlimm. Hab fast die weiße Linie gehabt, hast du gesehen? 3.534. Kommen noch mehr mit frischen Reifen. Eieieiei. Das wird schwierig werden. Oh, komm, Kevin, halt deine Linie. 3.35, you're clear. Clear, clear, clear.
Der Caucho. Halt einfach deine Linie, alles gut. Das war jetzt echt Schwachsinn von ihm, sorry. Aber er hat diese Rennart und Weise. Gestern hat er zwei Runden vor Schluss, er macht halt zu, oder? Ich meine, ist ja sein Recht, aber ihn und er, wenn ich direkt hinter ihm... Naja, egal. Also die jungen Leute wissen sowieso alles besser, dann kannst du nichts beibringen. Ja, das geht halt nicht. Er kann ja nicht einfach blocken, wenn er langsamer ist. 33.736, outside, still there. Clear high, outside, still outside. Still there, clear, clear. Naja. Der Caucho schreibt, der kämpft ganz schön mit den Reifen, glaube ich. Ja, vom kämpft er sehr hart. Also, ich habe ein paar Rennen von ihm gesehen. Also, der macht dir wirklich auch, wenn du neben ihm bist, kann er dir die Tür zumachen. Ich meine, wie gesagt, ist halt jung. Ich sag dem ein bisschen Jungsporn. Good win, Nick. Told ya. Good win, Nick. Ah, yeah. Good win, Nick. Good job. Checker play. Congratulations. I knew I should have, man. It's fantastic. Zum Glück hat's keine Inks gegeben, sonst hätt's mich ein bisschen angekotzt. Der Caucho schreibt... sauberes Rennen gewünscht. Bin zufrieden. Ich denke, Podium wäre drin gewesen, aber... Aber es war wieder mal mehr drin. Ja. Ja, aber du siehst ja, dann sind wir zu zweit als Deutsche auf der Strecke und machen uns gegenseitig das Leben schwer, oder? Ich meine, seine Reifen, das kam vom Montenfahren. Die waren komplett hinüber. Naja. Ah, gut. Der Caucho schreibt, genau. Da bin ich halt anders, aber das sind wahrscheinlich auch der Altersunterschied. Wenn ich einen Freund hinter oder vor mir habe, werde ich ihn sicher nicht kaputt fahren oder die Hölle heiß machen. Da bin ich halt wirklich anders, aber ja. Das ist, Generationen sind da anders. Gutes Rennen, Kevin. Nur schade, zum Glück hat es keinen Kontakt gegeben, aber war gut. How do these people keep clipping the apron? I can't even run that. Da ist schon raus. Naja. War gutes Rennen. Nach den gestrigen Katastrophen war es wirklich gut. Und das kommt wieder hoch. Das ist für mich das Wichtigste am Ganzen. Dass er da speut sich drauf. Und das gesehen hat tatsächlich zwei Splits gegeben. Nur schnell als Neugierde. 1900. Naja. Ist gut. War okay, würde ich sagen. Nicht jetzt wegen dem, aber das gefällt mir mal und endlich wieder mal durchgekommen. Der Caucho schreibt, es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ja, ich sag dir, ich habe in diesem Sinne keine Richtung. Ich will einfach Spaß haben und ein Rennen durchfahren. Das da ist einfach Zuckerguss auf den Kuchen. Der Kuchen ist immer gut, das ist der Zuckerguss. So musst du das anschauen.
Ob da jetzt 3 oder 2 steht oder 1000, ist mir echt so lang wie breit. Das da ist mir wichtig, Safety. Wie sauber einer fährt. Das da, das heißt nicht viel. Vor allem im Oval heißt es nicht unbedingt viel. Im Road spricht das High-Rating schon ein bisschen mehr aus. Naja, gut. Machen wir einen Protest, oder? Gegen sich selber. 32,8, der Sack. Sicher gute Windschatten gehabt, oder? Ansonsten 33,0. Vom Rennspeed her gar nicht schlecht, würde ich sagen. Von der schnellsten Runde her und von der Durchschnittsgeschwindigkeit her ist es... Ich finde es okay. Und Kevin hat ja auch wieder Plus gemacht und das ist, ihm ist das jetzt sehr wichtig. Sein Ziel ist ja 4000, 5000. Ich sage ja, junge Leute. Na gut, Jochen, danke und alle anderen, die reingeschaut haben, danke. Nachmittags wird nicht, wir haben Besuch. Wir haben da ein Problem mit Nachbarn, mit Grenzstein und bla bla und bla bla. Alle, die Eigentümer sind, kennen das vielleicht. Wir hatten den Gärtner da, der hat eine riesen Tanne umgefällt und jetzt meint die Nachbarin, wir hätten einen halben Zentimeter von ihrem Grundstück gestohlen. Schreibt, bis später mal. Ja, und dementsprechend kommt heute um 14 Uhr der Geometer, das Ganze abmessen und den Grenzstein frisch setzen, damit Friede herrscht auf der Welt wegen 2 Zentimeter. Mein Gott. Ah, da bin ich der Franzose, der sagt, mais qu'est-ce que je m'en fous. Also ist mir das alles egal. Also, Jochen, danke und alle, die reingeschaut haben, danke. Vielleicht mache ich später nochmal eins, aber wie gesagt, 14 Uhr sicher keins, aber vielleicht 16 Uhr. Mal schauen. Also Leute, bleibt gesund und... Kevin, für dich sollte man eine eigene Liga eröffnen. Du bist so schnell gewesen, vor allem die ersten 40 Runden, unglaublich, bis er dem Feld davon geflogen. Respekt, wirklich großen Respekt. Sackstau. Ja, also, bis dann. Tschüssi. Ciao, ciao.